Hallo und willkommen zurück bei The Forest. Juhu! Ja, und wir werden an unserer zweiten Etage weiter basteln. Ja, 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 ja. Wie herrlich, wie herrlich. Ich freue mich drauf. Ich freue mir einen Keks. Ach, letzte Nacht wurden wir spontan überfallen von irgendwelchen Monstern, die ich dann noch schnell weggenietet habe. Naja. Musste halt sein. Aber das waren normale Einheimische. Denn die Gott einen angesteckt. Ich habe. Ja. Mit der Grippe hat er sie angesteckt. Mit der Grippe. Nein! Was ist? Guck mal, was du machen kannst. Okay, guck mal! Sofort, oder? Oh, wie geil! Entschuldigung. Was ist das? Das ist der Korb für die Stöcke. Nur dreimal so groß. Okay. Oh, ich hab nicht genug. Hast du noch ein paar? Nee. Oh, das wusste ich die ganze Zeit. Wie hast du das? Ach. Mit R. Ja. Was denn? Ja, bitte. Wie mit R? Wenn du dran stehst. Ja. Und du das anschaust, kannst du R drücken. Aber mach das bitte jetzt nicht, sonst wird es gleich wieder klein. Dann dreht sich das bei mir nur. Nee, bei mir wird das groß. Wenn es noch nicht fertig gebaut ist, meinst du? Ja. Nicht das hier. Das da. Guck. Ich weiß nicht, wie viele reinpassen, aber es passen einige rein. Ja. Ja, weil wenn wir das für Steine auch machen könnten, dann... Das müssten wir jetzt mal ausprobieren. Warte mal. Ich probiere. Wenn ich das drauf tue. Ja. Oh, voll nice. Sau gut. Ja, dann wissen wir schon mal, was wir machen. Okay. Also dann haben wir die Kleinen ja eigentlich gar nicht mehr, aber die kommen auch nicht zu stören. Ja, man kann die immer mal wieder gebrauchen. Jetzt bin ich gespannt, ob das auch für die Loks geht. Das wäre richtig geil. Ja, na klar. Ja, heftig. Oh, sau gut. Super. Also, Stöcke sammeln. Ganz viele. Boah, das wird lustig jetzt. So. Finde ich aber gut, dass es das gibt. Gut, dass man uns auch Bescheid gegeben hat. Mhm. Also, danke, liebe Entwickler, für das Bescheidgeben. Das war eben echt Zufall. Ja, aber ein guter Zufall. Ja. Ich habe mir so gedacht, hä, warum kannst du jetzt R drücken? Macht doch gar keinen Sinn. Ja. Ah, oh, moin. Oh, Regen, das ist gut. Regen ist immer gut. Ich frage mich, ob das dann mit allem geht. Okay, für Steine ist ready. Jetzt mache ich noch für die Loks. Was höre ich da? Hä? Ich hör irgendwas rumschreien. Ja, dann. Machen wir zu und warten. Ich füll das Ding mal. Hörst du das? Nee. Weil wenn dann, das klingt dann nach Muschiklaus sogar. Oh! Ich höre es jetzt auch. Das ist, wie heißt er nochmal? Alter, wie viele da reinpassen. Lass uns mal hier aufs Dach gehen. Die werden wir gleich sehen. Aber bloß nicht attackieren. Sonst kommen die hier lang gerannt. Ja, von da hinten kommen die. Wie heißt das? Galoppelheinz. Hm. Ah ja, jetzt höre ich ihn. Ja. Oh, gut. Aber ich sehe ihn noch nicht. Ich auch noch nicht, aber das kommt noch. Ich frage mich wegen der Lagerung gerade. Also großer Schrank macht Sinn. Oh ja, mit dem Fell und mit dem Trockengestell und so. Bin ich gerade auch am gucken. Ich guck gerade auch mal für Knochen. Ne, für Knochen geht das schon mal nicht. Aber gut, Knochen ist auch halt busy heavy. Wie sieht's mit so einem Fellding da bumm da aus? Geht nicht. Schade. Ich guck mal, ob das mit dem Dings geht. Wo ist das denn? Für das Essen.
Ach, muss der jetzt hier rumeiern? Ah, leider. Da. Nee, das geht auch nicht. Geht anscheinend nur für die Lager. Schade eigentlich. Warte mal. Nee, das kann man auch nicht größer machen. Okay, aber das, was wir haben, das ist ja schon heavy jetzt. Gerade für die Steine. Da passt einfach zwei Ladungen Steine und plus mehr rein. Ah, ihr seht. Ah, ist da hinten. Der stapft da hinten rum. Ich frage mich, ob ich den anzünden soll. Wollen wir den mal anzünden? Ah, der kommt eh in unsere Richtung. Wir könnten ihn theoretisch anzünden. Du guckst mir schon so skeptisch an, ich lass es. Bist du überhaupt noch da? Oh, ich sterbe gleich. Nico? Hallo? Oh. Hallo? Man hört dich unfassbar leise gerade. Oh nein, wir haben Besuch. Ich glaube, dein Mikro hat gerade eine Macke. Oh oh. Oh oh. Oh Gott. Ah, es kann nichts passieren. Dein Mikro ist im Arsch. Lala. Oh Gott. Das ist gerade ein bisschen blöd, dass genau jetzt Nikos Dings am Arsch ist. Mikro am Arsch ist. Kann es sein, dass es einen Wackler hat? Oh, hi. Geht's euch gut? Zum Glück haben wir die Schäden ausgemacht. Ich kümmere mich gerade um die, keine Sorge. Stress dich nicht. Nope. Nicht mehr, Kumpel. Oh, hat er wieder daneben. Schon wieder daneben. Jetzt bist du tot. Das ist der ideale Moment, wo er leise ist. Das ist nicht gut. Der Typ ist auch noch da. Take this. Viel Spaß beim Brennen. Lass dich jetzt auf einmal zu uns rennen. Du hast Besuch. Ah, sehr, schon gesehen. Na, hab ich dich. Ich hoffe, der ist nicht in der Basis. Oh doch, er ist in der Basis. Besuch gerade Muschi, Galoppelheinz anzuzünden die ganze Zeit. Der greift eh nur unsere Basis an, lustigerweise. Jetzt ist er tot. Er ist tot. Du kannst gerne die Tür wieder öffnen. So. Da. Er ist erledigt. Komm noch nicht rein. Er ist draußen vor der Tür. So. Und wir machen jetzt erstmal noch eine kleine Aufnahmepause und gucken gerade, was mit Nico los ist. Weil ich hieß, not here. Nimm noch gerade den Kollegen aus, dann machen wir weiter. Bis gleich. Ja, hallo liebe Leute, es hat ewig gedauert. Wir haben spät abends, wie ihr seht. Alter, was ein Hajo. Scheiß Ding, ey. Boah, ich könnte gerade rausrasten. Dann auf einmal noch ein Update hinterher geschoben. Oh. So.
Ja, das war jetzt irgendwie etwas seltsam. Ja, und Discord funktioniert nochmal nicht. Wir nutzen gerade ein etwas anderes Gerät. Steam. Das, was halt irgendwie funktioniert. Das ist echt so. Aber ich glaube, man hört dich sogar besser jetzt. Also für mich bist du jetzt auch gerade viel lauter. Ja, nee, aber also von der Fotoqualität, Foto vor allem, von der Stimmequalität, Alles gut. ich. Du. Hast du noch ein Hasenfell? Ich habe eins aufgehangen. Aber noch eins hast du nicht, oder? Nee. Soll ich dir schnell eins fangen? Ja, jetzt machen wir erstmal Bubu und dann. Ja, wir können noch nicht Bubu machen, das ist das Ding. Übrigens, wir haben Steine. Boah, ich höre dich voll schlecht. Ja, ist echt krass, ne? Aber gut, wir ziehen jetzt noch die eine Folge durch. Sonst Kann wissen ich wir hier nicht. einem Hasen die Felle über die Ohren ziehen? Ja, was? Hä? Verwirr mich nicht. Oh! Die Typen haben unser Wägelchen umgedreht. Also, du weißt, wen ich meine. Ich habe jetzt so einen Hasen in der Hand, gell? Und ich gesagt, man kann die auch. Töten. Willst du das Ja. etwa wirklich tun? Du Monster. Leider. Du bist ein Monster. Und wie? Mach's nicht. Du musst, glaube ich, nur Linksklick drücken. Oh! Du Oh, wie es Monster. quietscht. Der war schon so. Der war Ich habe damit Tonto. nichts zu tun. Du Monster. Ich wandere aus hier. Was fehlt mir denn jetzt? Achso, noch ein Seil. Geilo! Du Monster. Ja, warum kann ich den nicht anziehen? Achso, doch, ich hab's hier an. Oh. Hab ein modisches Accessoire. Ich habe gerade einen brennenden Speer nach dir geworfen. Der Hase war vorher, den habe ich so gefunden. Aber Darf hier ich mir die ist. zwei Schweine nehmen? Ja, ich höre die auch die ganze Zeit. Ich höre diese Schreie auch die ganze Zeit. Oh. Ich habe gefragt, ob ich mir die zwei Schweine nehmen darf. Also. Ey, diese Geil. Tonqualität ist toll. Guck mal, ich hab dir extra einen Hasen gefangen gehabt und du tötest einen unserer Haustiere, ja. Ich weiß nicht, was man noch mit dir machen soll. Weil dann würde ich mir eine Speertasche bauen. Oh. Und ich? Ja, aber egal, mach dir. Ist ja legitim. Okay. Geht jetzt da noch? Bitte? Echt jetzt? Was denn? Ach, da ist ja die Haut. Ausrüsten. Ja. Warte. Ach ja. Ist ja toll. Ich habe eben die Mutantenhaut gewechselt mit dem. Ach, nee. Ich hab keinen Bock mehr. Die Mutantenhaut ist weg. Weh! Was Schau denn? dir meinen linken Arm an. Cool. Ach, deiner ja auch. Uah! Komm, ich fass dich. Stell dir vor, du kannst dir das sogar ins Gesicht schmieren, wenn du Bock hast. Nimmst du Alex. keine Federn? Glisch. Glisch. Was denn? Was ist denn jetzt los? Boah, wie schlecht ich dich einfach höre. Gleich ist es vorbei. Gleich ist es vorbei. Okay. Es geht wieder.
Boah, hab ich. Boah, du hörst dich ja katastrophal an. Noch immer? Boah. Hä? Was denn jetzt schon wieder? Voll die Ecke, so als Switch auf dem Klo hocken. Vielleicht. Weißt du was? Nur du musst mich hören. Die anderen hören mich ja ganz normal. Ja. Entschuldigung. Okay. Nee, beim anderen habe ich dich teilweise gar nicht gehört. Achso, okay, gut. Naja, solange du mich jetzt hörst, als ob ich auf dem Klo bin, ist alles gut. Ja, gehen wir Bubu machen, da müssen ja noch Bäume nachwachsen. Oh, ja, stimmt. Boah, und ich höre jeden einzelnen Tastendruck. Echt jetzt? Ja. Und jetzt? Jetzt? So, jetzt. Immer noch. Sorry, kann ich nichts für. Okay. Das sollte eigentlich nicht so sein. Ja, ich weiß. Discord halt, ne? Schön. Schön. Wie kannst du schon wieder Durst haben, Buddy? Tja, die ganze Nacht durchgefeiert und dann. Furchtbar. Ich hoffe, die Aufnahme hört sich nicht genauso bekloppt an. Ja, das hoffe ich auch. Warum hast du mir Wasser aufgestellt? Warum bist du so nett zu mir und stellst mir Wasser auf? Okay, Entschuldigung. Warum bist du so freundlich zu mir? Hast du wieder was verbrochen? Ich hab gar nichts verbrochen. Mhm. Oh, diese Tür. Ist geil, ne? Ja. Ich mach mir gerade was zu essen. Oh Gott schon. Furchtbar. Na komm. Verde gare. Klingt französisch. Verde gare. Hallo. Boah, wie viel. Ah, jetzt war. Mein lieber Gesangsfeind hat das lange gedauert. Also. Ich hab gehört, wir brauchen noch was. So ein paar Baumstämmchen, hey. Hey, du. Das schaffen wir. Ich hol mal Kettsäg raus. Und jetzt wird's plumps gemacht. Gib ihm. Ah, fühle ich mich gut. Ich steh drunter. Kollateralschäden gibt's immer. Ah, ja, klar. Aber ich würde sagen, ich mach die da hinten lieber. Weil hier habe ich mehr frei und hier ist auch das Gerätchen auch davor. Eins. Zwei. Okay. So. Oh mein Gott! Fast wäre was auf mich draufgefallen. Oh. Ring, ding, 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 ding. Ja. Ich verbaue die jetzt gleich, weil ich will nicht, dass das nochmal passiert. Ja, ich hau die gleich auf den Wagen drauf. Ja. Kann ich. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Nicht nochmal. So. Ja. Wagen voll. So. Der Wagen ist voll. Ich hab schon fast gedacht, da hinten steht jemand. Und guckt uns zu. Uns beiden Vögeln. Den Hajos im Wald. Hä? Hat er nicht gesehen.
Was denn? Ich hatte nichts gemacht. Ich hatte nichts gemacht gerade. Ach, da hinten ist ein Bambi. Ich kann da nix viel. Da kommt was Nuna. So, Kettensäge raus. Und viel Spaß. So. Ajo. Weg mit den Bäumchen. Na komm. Jawohl. Bäume fallen. Oh, steht runter. So. Ach komm. Das doofe Ding, ey. Ich bin zu unserem Wagen hingegangen. Was ist passiert? Der Wagen dreht sich. Was denn? Liegt's an meinem Baumstamm? Ist es problematisch? Willst du mir da etwa was sagen? Magst du meine Baumstämme nicht? Oh. Doch. Doch, du guter Baumstamm. Hey, wie viele? Ah, hier habe ich noch einen. Irgendwo hier muss noch einer liegen. Ich gucke mich gerade um. Ach, hier. Der ganze Baum. Ich habe einen ganzen Baum übersehen. Ich glaube, das war's. Oder? Nee, da vorne ist noch was. Hey. Da ist noch was. Nico, da kommt was. Ajo. Viel Spaß. Ah. Wir haben Besuch. Nerv nett. Mein lieber Herr Gesangsverei. Kines, so hab ich euch nicht erzogen. Ah, schön ausgewichen, Junge. Der Nico hüpft ins Wasser. War so nicht geplant. Oh, okay. Der liegt am Baumstamm. Nimm den mit. So, die wollen mir nix. Ich werf dir die Dinger mal rüber. Solange die mich nicht ärgern, ist es mir egal. Na, jetzt verschwindet er. Er hat Angst vor meinem mächtigen Bogen gehabt. Der Bogen des der Verdammnis. Die kommen nicht wieder. Ich glaube, die haben uns nicht mehr lieb. Doch, doch, da sind sie. Hi. Entschuldigung. Entschuldigen Sie, ist das der Weg zum Knusperhäuschen? Ich würde da gerne mal hin. Na komm her! Ich drehe dir mal den Wagen um. Kann man mit dem Wagen eigentlich Leichen transportieren? Oh. Jetzt bin ich interessiert. Hallo. Wo seid ihr? Wir kommen nie wieder. Hängt hier jemand? Oh! Ha! Daneben! Ja, komm her. Hast einen Pfeil im Kopf, Glei. Also jetzt noch nicht. Och, ich hab dir nicht getroffen. Ah, jetzt bist du tot. Du nicht so, als ob du tot wärst. Oh. Es ist... Anscheinend geht das, aber ich kann den nicht reinlegen. Das
ich doof. Vielleicht weil... Nö. Scheint buggy. Och, Menno. Guck mal, ich habe einen Freund dabei. Hallo. Da. Geil. Super, gell? Boah, das sieht so widerlich aus. Was denn? Diese Rüstung vom Galoppelheinz da. Also mir gefällt sie. Weiß gar nicht, was du hast. Ja. Geh mal die Fallen reparieren. Anscheinend hat niemanden getroffen mal wieder. Oh, ich habe ja keine Stöcker jetzt natürlich. Ach Mensch, ich muss ein paar Stöcker holen. So. Ja, das ist auch etwas, was oh, ich... Oh, heiß. Ich habe gedacht, da kommt jetzt irgendwas an, was dich vielleicht töten möchte und stattdessen verbrennt er sich. Erst schneidest du dich heute und dann verbrennst du dich. Ja. Furchtbar. So. Ich finde es doof, dass man die Schädel nicht lagern kann. Die Schere? Die Schädel. Ach, die Schädel. Ja, ja, das ist wahr. Das ist echt nicht so pralle. So. Wir sollten irgendwann mal unsere Gegend hier ein bisschen krasser verminen. Ich guck mal, wie schnell man so einen Baum fällen kann mit der neuen Axt. Och, das geht mir viel zu langsam. Ich bin verwöhnt. Ich bin viel zu verwöhnt mittlerweile. Klong. Baum fällt. Ah, die geht auch bald wieder leer. Meine Güte. So. Ich habe mal ein paar Stücke umgehauen. Lieber Herr Gesangsverein. Was wir alles für Sachen gerade haben, ey. Ich nehme mal den Rest mit. Ein paar Bäumchen. Mal dies, mal das. Ach, hier hinten. Wie viel brauchen wir noch? 60? Mhm. Gut. Bambi. Oh, schade. Bambi weg. So. Ich mache ein bisschen von dem Gestrüpp da mal weg, weil ich das Gefühl habe, wir haben viel zu viel Gestrüpp. Och, das geht gar nicht weg. Und die bringen ja auch noch mal Blätter und sowas. Was ist da kaputt gegangen? Ein Baum. Oh, ich habe mich gerade so erschreckt. Ich habe gedacht, da ist irgendwas langgelaufen und irgendwas pumm und dann war alles weg und dann alles tot. Genauso in dieser Reihenfolge. Es kommt. Na, danke. Noch ein Kollege. Und jetzt komme ich. Gleich schnell her. Hui. Oh, sorry. So. Jo, das sieht doch langsam besser aus, oder? Ah, jo. Langsam wird ein Haus draus.
Huh, bin ich fertig. Alter, Vater. War doch nicht so einfach hier. Eben. Danke. Ich frage mich, wie viele Loks eigentlich in diesen Lockholder hier eigentlich jetzt passen. Oh, das sieht nach viel aus. Ja, da passen einige. Das wäre mal Nietzsche to know. Ach ja. So, ich habe hier noch einen Stamm gesehen. Ein Stamm von einem Baum. Also ein Stammbaum. Ha. Haha. Ha. Ha. Wir sind heute lustig, ja? Hat ich wieder einen Clown gefrühstückt? Guck mal, wie viele Stöcke wir haben. In einem Korb. Das läuft. Joa. Bitte? Aber richtig. Aber richtig. Aber, ich würde sagen. Oha. Wirf ihn lieber nicht in die Richtung. Wirf ihn lieber hier gegen. Guck. Ganz knapp vorbei. Wer als erstes trifft, oder was? Nee, nee, nee. Ja, ich warte auf dich. Ich werf nicht. Ich werf dich nicht ab. Ach Gott. Och, ist der süß. Guck da. Oh ja. Ich hab dich extra nicht getroffen. Jetzt hab ich den über die Mauer gehauen. Irgendwann war es soweit. Ja. Ach, da ist er. Okay. Ah, das kann noch mehr passieren. Krass. Dass wir diese Körbe nicht früher kannten. Ah, ja, so ist das halt. Na gut, aber ich würde tatsächlich mit dir jetzt hier die Folge beenden. Damit du nicht mehr meine Ich sitze auf dem Klo Stimme ertragen musst. Furchtbar. Von daher wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis Tschüss. dann. Tschüss.